wieder mein Thema. Der Kleingartenverein am Pferdeteich. Das ist der Kleingartenverein am Pferdeteich. Hier gibt es insgesamt 154 Parzellen. Wie in jedem Kleingartenverein gibt es auch hier strenge Vorschriften, wie das genau funktioniert und ob alle sich daran halten, habe ich diese Frau gefragt. Also das heißt hier zum Beispiel drüben, das ist eine junge Familie, die kommt aus Russland. Die haben zwei kleine Kinder, die machen da nur Rasen. Und man muss ja immer ein Drittel Gemüsegarten haben und zwei Drittel darf man mit Rasen oder mit Ziergehölzen. Und die haben da nur Rasen gemacht, ist auch nicht in Ordnung. Tatsächlich ist in diesem Kleingartenverein auch die Bepflanzung geregelt. Man muss genau ein Drittel Rasen, ein Drittel Blumen und ein Drittel Gemüse pflanzen. Diese Blumen hier, sind die in Ihrem Prozent von Blumen mit eingerechnet oder sind die schwarz? Wie viel Prozent Blumen ist ja nicht vorgeschrieben, ne? Doch, haben Sie mir gesagt. Nee, prozentmäßig nur ein Doch. Anna hat mir gesagt. Ein Drittel, ja. Ein Drittel für Gemüse. Ja. Und das andere? Ein Drittel für Blumen und Sträucher. Ah. Ja. Aha. Was hast du jetzt? Ein Drittel für Blumen und Sträucher? In diesem Moment wurde es diesem Mann klar, er hat 40 Jahre lang die Vorschriften missachtet. Ich habe ihn gefragt, was es sonst noch gibt für Regelungen und Vorschriften. Ruhepause von 13 Uhr bis 15 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr ist Pause. Ist Pause? Angenommen, jemand macht Pause von 17 bis 18 Uhr. Wird er geweckt? Der Rest der Anlage habe ich mit einem Vereinsvorstandsmitglied mir angeguckt. Mir ist ein Garten aufgefallen, der besonders schlecht gepflegt war. Das bleibt eben halt nicht aus, denn Gartenfreunde sind so wie er da, ne? Der gar nichts macht im Garten. Ne? Der nichts macht im Garten. Ne? Aber man, er war mal erster Vorsitzender und dann ist ihm die Frau gestorben. Und seit zwei Jahren ist so, aber der, jetzt zum, der kriegt die Kündigung. Zum Herbst kriegt er die Kündigung. Den werden wir rausschmeißen, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber der ist schon 70. 72 oder 73 wird er. Aber Sie schicken ihn raus? Ja, wir schicken ihn raus. Bringt ja nicht. Der hat ja keinen Zweck. Der kriegt die fristlose Kündigung. Ja? Warum? Der kriegt fristlos, weil der auch die Pacht für dieses Jahr noch nicht bezahlt hat. Seine Frau ist gestorben? Er ist aber schon drei Jahre hier. Ja gut, dann hätte er eine neue aussuchen müssen. Ja, eigentlich schon. Ne? Also hätte er sich eine neue Frau suchen müssen. Ne? Und hier, der wurde rausgeschmissen, fristlos gekündigt. Der wird rausgeschmissen. Ja. Der wird. Ja? Er wurde noch nicht, er wird. Okay. Haben Sie schon den Brief vorbereitet? Ja, das macht Andreas. Ja? Das macht Spaß, nicht? Ja. Der war mal erster Vorsitzender, der Mann. Ja, dann hat er Pech gehabt. Der hat Pech gehabt. Seine Frau ist gestorben. Ja. Selber schuld. Selber schuld, selbstverständlich. Ich hatte einen sehr guten Kontakt mit dem Vorstand und deshalb bin ich doch ein bisschen länger geblieben als geplant in diesem Schrebergarten. Ich habe mir das angeguckt und ich habe gesehen, das ist schon ganz schön anstrengend, da die Arbeit in einem Schrebergarten. Das ist nichts für die, die es mit dem Kreuz haben. Also nichts für Katholiken. Aber in diesem Schrebergarten gab es viele Sorten von Menschen. Ganz viele. Es gab eine Familie aus Polen, zwei Familien aus Russland, eine Familie aus Libanon. Es gab sogar einen Schwarzafrikaner, Jesse. Und ich habe gedacht, interessant. Nicht-Deutsche, die freiwillig Mitglied sind in einem Kleingartenverein. Das hat mich interessiert. Und ich habe deswegen einen zweiten Film darüber gemacht. Wie lange braucht ein Ausländer, um sich mit dem Kleingartenverein Philosophie vertraut zu machen? Es kommt immer darauf an. So ein Pole? Ein Pole? Der wird was nicht schaffen. Ein Russer? Ein Afrikaner? Ja, der schafft es. Der gibt sich auch Mühe. So wie unser Jesse, der gibt sich auch Mühe. Das hat mir neugierig gemacht.
Jesse, der Afrikaner im Kleingarten. Ich wollte wissen, wie die anderen Gartenfreunde mit ihm umgehen. Wir ärgern ihn nicht, oder? Aber wir haben Freunde auf. Ne, komm mal her, du schwarzer Neger, sage ich zu ihm. Oder, ne, komm her, mein weißer Freund. Ne, so und auf diese Art. Aber hier wird keiner beleidigt, egal welche Nationalität er hat. Dann hat der Vorstand zu mir gesagt, wenn du Lust hast, du Froschfresser, dann kann ich dir jetzt Jesse vorstellen. Angenehm. Danke sehr. Ich habe gehört, Sie sind aus Ghana. Ich komme aus Ghana, ja. Sie sind im Gartenverein? Ja. Ja. Ich bin froh, dass Sie diesen Garten haben. Acht Jahre habe ich diesen Garten auch. Ja? Ja. Dann hat Jesse mir seinen Garten gezeigt. Und auch seine Laube. Das ist eine Königin, der König von Ostpreußen. Ach so. Dieser König, ich weiß nicht, wie der da, Heinrich oder so. Warum haben Sie denn als Bild? Ja, weil ich gerne mag. Der guckt so böse, ne? Mir ist aufgefallen, dass im Nachbargarten von Jesse gegen die Vorschriften zu viel Rasen gepflanzt war. Zu viel Rasen. Der darf nicht, der hat zu viel Rasen. Ja, der hat zu viel Rasen. Warum macht er kein... Ja. Er muss Gemüse machen, ja. Mindestens ein Drittel. Weil er will keine Gemüse viel haben. Aber er darf nicht. Nee. Hätten Sie Lust, ihn fristlos zu kündigen? Nee, darf nicht. Die konnte nicht immer kündigen. Die Verein ist froh, wenn dieser Garten hat. Weil er muss einen Beitrag bezahlen, jeden Monat. Ja, so ist der Deutsche. Jesse hat Humor. Ich habe ihn deshalb gefragt, Jesse, kennen Sie auch Witze über Weiße? Eine Witze? Über Weiße? Nee, da kann ich nicht. Ich kenne das nicht. Nicht? Nee. Nee, der weiß es nicht. Ein ja. Witz über Weiße, erzählen Sie mir eins. Was hat eine Weiße? Weiße hat eine lange Nase und er isst viel Mohren. Gut, da ist bestimmt was in der Übersetzung verloren gegangen. Ich habe das Thema gewechselt. Jesse hat mir gesagt, er kauft sein ganzes Gartenbedarf immer im gleichen Baumarkt. Finden Sie nicht lustig, die Baumärkte in Deutschland? Ja, ich finde ganz lustig. Ich ne? auch. Ja. Es gibt alle Schrauben und so. Ja, und die Deutschen, die kaufen Schrauben und Bohrer. Bohrer. Bohrmaschinen. Und drei Monate geht kaputt, der wieder hinbringt und wieder umtauschen. Ja. Die sind lustig, die ja, Deutschen, nicht? Ja. Ja, ganz lustig. Es gibt viele lustige Dinge in Deutschland. Ja. Ja. Ne? Zum Beispiel, haben Sie schon eine Currywurst gegessen? Das schmeckt gut. Aber was ist da drin? Ja, was? Was ist da drin? Ja, was denken Sie? Ich weiß nicht. So, lass uns gehen. Was glauben Sie, was es drin gibt? Nee, ich weiß nicht. Man will es auch nicht wissen. Nee, man darf nicht alles wissen, ne? Zum Schluss mein Fazit. Jesse ist sehr nett. Er hat mir ein ganzes Bündel Möhren geschenkt. Als Dankeschön wollte ich ihm auch was schenken. Ich schenke Ihnen eine Bohrmaschine von dem Baumarkt. Wenn es kaputt ist, was macht denn? Umtauschen.